Hey Lars, wie ist die Lage? Der fast tägliche Podcast mit Lars Meyer. Wie ist die Lage? Unser fast täglicher Podcast in Kooperation mit der Hamburger Morgenpost, der Gute-Leute-Fabrik und Ahoi Radio spürt tagesaktuellen Fragen nach. Mein Name ist Lars Meyer und ich rufe fast täglich gute Leute aus Hamburg an. Heute befrage ich die Initiatorin des Hofes Bullabü in Stalzow, Petra Lafferenz. Ahoi, Frau Lafferenz. Ahoi, okay. Liebe Frau Lafferenz, am Donnerstag in dieser Woche feiert der Hof Bullabü in Stalzow seine offizielle Eröffnung. Was genau ist eigentlich der Hof Bullabü? Der Hof Bullabü ist ein toller, kleiner Bauernhof mit Kita mitten in unserem schönen Stadtteil Stalzow, der bisher ja nicht unbedingt dafür bekannt war, dass er viele Tiere beherbergt, die man besuchen, streicheln oder füttern darf. Und der hat jetzt Eröffnung. Und wie sind Sie auf die Idee gekommen, beziehungsweise haben gesagt, so nach Stalzow müssen jetzt Tiere, da gibt es ja wahrscheinlich irgendeinen Schlüsselmoment. Ja, grundsätzlich gab es hier ein Tierhaus, was früher zur Gesamtschule gehört hat. Viele der alten Hamburger Gesamtschulen hatten ja Gelegenheiten für die Kinder, sich mit dem Umgang mit Tieren vertraut zu machen. Und so war das hier auch. Diese Gesamtschule wurde aber 2007 geschlossen. Und dann hat der damalige Schulleiter, der total engagiert war für seinen wunderbaren Stadtteil und auch für seine wunderbaren Tiere, sich an uns als Beschäftigungsträger gewandt und gesagt, Leute, ich kann doch jetzt hier nicht die Tiere alle verscheuchen. Ich kann die auch nicht alle keulen lassen. Und ich möchte auch den Kindern im Stadtteil das erhalten. Könnt ihr das weiter betreiben? Und das haben wir dann gemacht als Beschäftigungsträger viele Jahre, bis es dann eine Diskussion hier im Stadtteil gegeben hat. Ich glaube, das war 2016 oder 2015 sogar, dass hier noch zugebaut werden soll und dass das Tierhaus im Weg steht und dass man das jetzt abreißen müsse. Und dann ging es sozusagen los, das Ganze quasi positiv zu wenden. Wir haben dann gesagt, also das finden wir jetzt nicht richtig für den Stadtteil und wir wurden auch nicht gefragt und die Bürger haben Unterschriften gesammelt und die Politik hat dann auch gesagt, das finden wir eigentlich auch ganz toll, dass es das gibt. Und dann wurde beschlossen, dass ein neuer Standort gesucht werden soll für dieses Tierhaus und dieser neue Standort ist jetzt gefunden, also schon vor ein paar Jahren, wir haben ja schon gebaut, in dem das jetzt stattfindet in einem wunderschönen Holzständerbau aus den 90ern des vergangenen Jahrhunderts oder auch Jahrtausends, das umgebaut wurde sowohl zu einer Kita mit sehr großem, schönen Außengelände, zu dem Tierhaus, einem neuen Tierhaus mit auch zusätzlichen Tieren. Und auf diesem Hof gibt es eben auch ein Hofcafé und einen Hofladen, in dem zu sehr kostengünstigen Preisen biologische Lebensmittel für die Bewohnerschaft hier im Stadtteil zur Verfügung gestellt wird. Das ist dabei rausgekommen. Die Stalzhofer haben ihr Tierhaus behalten. Es ist schöner denn je. Und dazugekommen ist dieser tolle Hof. Das hört sich wirklich fantastisch an. Ich bin ja tatsächlich über den Namen gestolpert. Jetzt bin ich ein großer Astrid Lindgren-Fan. Sind Sie auch ein großer Astrid Lindgren-Fan? Oder wie sind Sie auf den Namen Hof Bullabü gekommen? Ja, genau. Ich bin klassisch die Generation, die sozusagen mit den Bullabü-Büchern aufgewachsen ist. Ich meine, ich hoffe, das gibt noch viele solche Generationen. Und es fällt einem direkt ins Auge, dass es quasi so eine Atmosphäre mitten in dieser Großstadt, mitten in einer Großwohnsiedlung geschaffen wird, in der man sich doch sofort, wenn man das Tor betritt, durchs Tor tritt, fühlt, als wäre man in Bullabü. Also es ist ein bisschen ein Gefühl von, ich sag mal, heiler Welt, von schönem Ambiente, man wird willkommen geheißen, die Tiere freuen sich, die Menschen sind zugewandt und es gibt hier für die Kinder Spiel- und Planschmöglichkeiten. Die Erwachsenen können sich hier hinsetzen und einen absolut über die Grenzen Stalzhofs schon bekannt gewordenen, selbstgebackenen Kuchen genießen. Und dann gibt es eben auch die Tiere, neuerdings auch die Shettys und unsere Ziegen und die Schafe und so weiter, die man auf dem weitläufigen Außengelände besichtigen kann und die man auch, wenn man eine Tierpatenschaft hat, vielleicht füttern darf und so weiter. Da hat man einfach direkt, wenn man hierher gereist ist und man geht durchs Tor, hat man direkt das Gefühl, man ist in einer anderen Welt.
Was ist denn Ihr persönliches Highlight dieses Vorzeigeprojektes? Gibt es irgendeinen bestimmten Hasen, den Sie ganz toll finden oder irgendein Schattenplätzchen? Ich bin so ganz schlicht. Ich bin als Jugendliche sehr viele Jahre lang bin ich fanatische Reiterin gewesen und ich finde das jetzt so derartig toll, dass wir auch Mini-Shetties haben und eins unserer Shetties ist trächtig und wir bekommen noch ein Fohlen. Also da habe ich mich am allermeisten drüber gefreut, ehrlich gesagt. Wenn man jetzt viele Hamburgerinnen und Hamburger befragen würde nach ihrem Lieblingsstadtteil, dann würden wahrscheinlich sehr wenig Leute Steilshoop nennen. Was liegt Ihnen denn da so sehr am Herzen? Ich finde den Stadtteil super. Also ich finde vor allem die Leute hier toll. Ich bin hier seit 1984, arbeite ich in diesem Stadtteil und fühle mich dem Stadtteil entsprechend verbunden. Es gibt so ein bisschen ein Gefühl, als würde man auf dem Dorf leben. Klar ist, dass die Menschen, die hier wohnen, auch statistisch kann man das nachvollziehen, natürlich nicht die gleiche Kaufkraft haben, die wie diejenigen, die in Eppendorf oder in den Walddörfern leben. Aber dafür gibt es hier einen unglaublich tollen Zusammenhalt, der auch dann noch funktioniert, wenn es einzelnen Menschen sehr schlecht geht. Und das hat mich über die vielen Jahre sehr beeindruckt, wie hier sich gegenseitig geholfen wird, wie wenig Konflikte zwischen den sehr, sehr, sehr vielen verschiedenen Nationen, die hier zusammenleben, es gibt. Und deshalb würde ich sagen, meine, vielleicht kann man es Mission nennen, ist, zu zeigen, wie toll es hier ist und was hier alles sein könnte. Was die Bewohner haben es verdient, so tolle Orte zu schaffen, wie zum Beispiel diesen oder auch andere, um den Stadtteil aufzuwerten und auch Wertschätzung auszudrücken. Das hört sie mit welcher Begeisterung Sie darüber sprechen. Hört sie ein bisschen danach an, dass wenn Donnerstag Bullabü eröffnet ist, Sie schon was Neues wieder im Kopf haben. Was sind denn Ihre weiteren Ziele der Quartiersentwicklung hier in Steilshoop? Also hier in Steilshoop gibt es ja Pläne, den vorhandenen Hochhäusern noch weitere hohe Häuser hinzuzufügen. Und eingedenk der Tatsache, dass uns allen klar ist, dass bezahlbarer Wohnraum fehlt, ist es trotzdem ein bisschen so unsere Mission, da gibt es viele hier im Stadtteil, zu sagen, das kann man vielleicht alles tun, aber man kann es nur mit einer verbesserten Infrastruktur tun. Mir würden noch viele Sachen einfallen, die man hier machen kann, angefangen mit der Wiese neben unserer Wiese, dass man die temporär noch dazu nimmt, um die Freude noch etwas zu vergrößern. Aber ich glaube, ich werde die nächsten Jahre sehr stark damit beschäftigt sein, diesen schönen Hof in die Zukunft zu führen und ihn so auszurichten, dass er vor allem für die Steilshooperinnen und Steilshooper eine große Freude ist und offen zu zeigen, auch den Menschen aus den Walddörfern, aus Eppendorf und Eimsbüttel, dass dieser Stadtteil lebenswert ist und etwas ganz Besonderes hat. Den wollen wir jetzt mal verraten, was denn im Rahmen der Eröffnung alles so los ist. Ich weiß, dass der Finanzsenator Dr. Andreas Dressel vorbeikommen wird und das Ganze, dem Ganzen einen würdigen Rahmen geben wird zur Eröffnung. Ja. Gibt es denn noch weitere familienaffine Geschichten, auf die wir jetzt hinweisen sollten? Auf jeden Fall. Es ist eigentlich ein großes Familienfest geplant. Natürlich möchten wir, so wie das jetzt auch vorgesehen ist, eine würdige Eröffnung mit den Steilshooper Bewohnern zusammen hier organisieren. Und das sehe ich auch deutlich vor mir. Aber es gibt Kutschfahrten und es gibt schöne alte Kinderspiele, die von den Kolleginnen aus der Kita hier auf der Wiese mit den Kindern gespielt werden. Es gibt hier natürlich Essen und Trinken. Es gibt von vielen Künstlerinnen oder Künstlern aus dem Stadtteil Live-Musik. Kollegen singen, die Kinder singen. Es gibt Aktionen wie unseren neuen Barfußpfad, den die Kinder ausprobieren können. Es gibt eine Preisverleihung für die schönsten Namen für unsere neuen Hühner, die wir hier haben und die noch nicht benannt werden können, was natürlich ganz schade ist und wo wir jetzt einen kleinen Preis ausloben werden. Es wird eine Apfelpresse geben, die die Kinder bedienen können, wo wir Apfelsaft herstellen. Und es gibt einfach den ganzen Tag über auch Kinderschminken und eine große Malwand, in der wir uns alle verewigen können. Ich glaube, da können sich Familien ausgezeichnet beschäftigen und erbauen. Also mich haben Sie definitiv überzeugt und ich werde die Qual der Wahl haben, was ich alles ausprobiere. Am Anfang natürlich die Apfelpresse, wenn da Erwachsene auch ran dürfen. Sie haben jetzt auch die Wahl, nämlich zwischen Nice oder Scheiß. Das ist unsere Kategorie am Ende des Gesprächs. Sie dürfen jetzt jemanden loben oder Sie dürfen natürlich auch jemanden kritisieren. Was liegt Ihnen jetzt näher? Also im Moment liegt mir am allernächsten, die Kolleginnen und Kollegen zu loben, die hier
von den verschiedenen Firmen mitgeholfen haben. Unsere Kolleginnen und Kollegen hier, die Handwerker sind und die aus Langzeitarbeitslosigkeit bei uns Beschäftigung gefunden haben und super engagiert waren, hier wirklich bis ins Detail, bis zum letzten Moment diesen Hof so schön zu machen, dass er ein toller Ort für die Familien ist. Ich glaube, besser kann man es eigentlich nicht machen als die Kolleginnen und Kollegen. Und deshalb haben die ein riesiges Dankeschön verdient. Das hört sich fantastisch an. Also mich haben Sie ja schon gewonnen als Gast. Und ich glaube, heute noch weitere viele Gäste, die vielleicht nicht schon zur Eröffnung, sondern später mal im Hof Bullabü zugucken. Das war Petra Lafferenz. Und die treibt wunderbare Geschichten in Stalzhoop. In diesem Sinne, ich freue mich, wir sehen uns und sage Ahoi. Dieser Podcast wird präsentiert von der Gute-Leute-Fabrik, der Hamburger Morgenpost und Ahoi Radio.